was steht da? Windmühlendorf. Was ist das hier für ein Marker? War das meiner? Ja. Wir sind auch direkt hier hochgeklettert, ne? Okay, wir gucken mal ganz kurz hier so ein bisschen, klein bisschen links von uns da runter. Da scheint noch irgendwas auf der Karte zu sein. Können wir da nicht runter? Willst du mich verarschen? Aber ganz gut, wenn es zu hoch ist, einer auf den so, dann springt er halt gar nicht erst runter. Dann können wir aber auch nicht runterfallen, offenbar. Selbst wenn wir wollten. Oh, aber wir können hier die angebauten Sachen klauen. Obwohl, nee, die Sachen, die angebaut sind, können wir nicht kriegen. Mit euch reden kann ich nicht. Warum nicht? Aber hier steht doch so Kram rum. Warum kann ich denn nicht mit euch reden? Ins Haus kann ich nicht. Schade. Schade. Wiesentitan. Wie viele Häuser sind denn hier noch? Also mit denen reden kann ich offenbar auch nicht. Die Tür geht auch nicht. Aber das ist doch eher das Dörfchen zu der Windmühle, oder? Das sieht mehr aus wie ein Dorf. Hier sind Menschen, hier gibt es kleine Hüttchen. Aber ich kann mit denen allen nicht reden. Ich kann in die Türen nicht rein. Den kann ich nicht, aber das kann ich kaputt machen. Schöne Phönixfeder, die ist eine Menge wert, das ist gut. Ich stifte hier Unruhe. Unruhestifter! Kühe, hi Kühe! Können hier auf jeden Fall eine Menge looten. Manchmal höre ich so ein Zaun, so als wäre irgendwas in der Nähe, aber ich glaube, das ist hier nicht so. Kann ich mit jemandem von euch reden? Nein, 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 ihr wollt alle nicht? Okay. Schade eigentlich, dass wir mit denen dann nicht reden können, dass sie halt nicht mal so einen Satz sagen. In der Stadt sagen die dann ja ganz oft irgendwie wenigstens irgendeinen Satz. So einen gedankenverlorenen Satz irgendwie oder so. Vielleicht können wir hier auch später irgendwann mal was machen. Kann ja auch sein. Da sind wir gerade hergekommen. Okay. Segen des Planeten. Vorsicht, ich hau hier mit dem Schwertchen rum. Ich will dich nicht hauen. Wie sie alle durchtrampeln. Okay, aber dann scheint es hier sonst nichts zu geben. Oder nichts mehr zu geben. Aber das ist auch okay. Wir haben echt viel jetzt schon gefunden, muss ich sagen. Also... Das macht schon wieder. Achso, das ist hier, wo wir hin müssen, ne? Ich muss mich echt konzentrieren, damit ich hier gefühlt alles auch sehe, wenn wir hier so lang rennen und so. Ist ja cool, dass man so schnell vorankommt, aber das Gefühl, ich übersehe dann ganz viel. Oh, warte kurz, ich rede gleich mit dir. Nimm mich mal kurz. Wir gucken uns erst die Läden an. Rabatte an Verkaufsautomaten. An Verkaufsautomaten kannst du dich mit Gegenständen wie Heiltränken oder Phönixfedern für den Fall der Fälle wappnen. Und manchmal werden diese Gegenstände in begrenzter Stückzahl sogar zu einem reduzierten Preis angeboten. Wenn du also knapp bei Kasse bist oder deine Gil lieber sparsam benutzen möchtest, solltest du dir das Sortiment der Automaten unbedingt ansehen, wenn du unterwegs einen findest. Kissen?
Wir konnten die verkaufen für 25, ne? Heilen. Obwohl, ne, ein Kissen kostet 250. Für was konnten wir das verkaufen? Warte mal, kann ich hier auch verkaufen? Wenn ich so ein Kissen verkaufen will? Guck mal, wenn wir das günstig kaufen, wir machen 25 Gewinn. Ist das so? Wie gut. Da gibt es aber noch irgendwas vergünstigt. Robuster Armreif. Jawohl, 500. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Voll gut. Warte mal, gab es da auch die Waffe von ihm? Nee, die gab es natürlich nicht. Warte mal, wir müssen auf jeden Fall noch was verkaufen, weil wir haben ja eine ganze Menge gefunden. Heiltränke. Verkaufen wir mal 6 Stück. Obwohl, Phönixfedern können wir irgendwie auch erstmal 4 Stück verkaufen. Ich hoffe, wir sterben nicht so oft. Kissen verkaufen wir auch nochmal irgendwie 3. Handgranaten werde ich, glaube ich, nie benutzen. Vielleicht sind die irgendwann mal nützlich, aber seien wir ehrlich, ich werde sie nicht benutzen. Graslandregion Eisenerz. Das brauchen wir vielleicht zum Herstellen dann, ne? Komm, wir verkaufen noch eine Phönixfeder. Noch einen Äther. Supertrank kann auch weg. Ah, wir haben echt gute. Guck mal, Smaragd 150. Wie viele Sterne das hat? 2, 4, 6, 7. Seltenheit. Uiuiui. Majoran, präzise Abwehr, robuster Armreif. Den haben wir gerade gekauft. Warte mal, wir können ja mal ganz kurz gucken, dass wir diese Ausrüstung hier, diesen Metallarmreif, tauschen gegen robuster Armreif. Der hat 8 und 8 und der hat 18 und 8. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Dann ist er halt nicht so unser Magic-Typ, aber das macht ja nichts. Er kann dafür noch eine Materia verwenden, die wir jetzt nicht haben. Präzise Abwehr hätten wir. Okay, aber das lassen wir jetzt mal kurz frei. Können wir mal eben angucken, was haben die anderen an? Lederreif, was macht der? Der macht 14 und 7, das ist schon mal besser, ne? Sie hat einen Metallarmreif mit 8 und 8, das ist der, den wir gerade Cloud abgenommen haben. Der hat auch schon den besseren. Wir sehen das hier sogar. Wir haben jetzt sozusagen den 8 und 8 haben wir jetzt über. Den könnten wir also verkaufen, weil die anderen sind schon besser. Das machen wir mal kurz. Einmal den verkaufen. Wo ist das? Warum sehe ich das jetzt nicht? Warum kann ich das denn jetzt nicht verkaufen? Kann ich den alten hier nicht verkaufen? Nimmt er den nicht? Ist das so? Das ist sehr schade. ...1500 wäre schon nice, ne? Das ist halt der gleiche, nur andersrum. Der macht halt nicht 18 Verteidigung, sondern 18 Magiekram. Magische Verteidigung oder so, das ist eigentlich auch ganz nice. Würde nur für tiefer helfen. Also vielleicht auch für Red, aber... ...der hat halt schon einen, der gar nicht so schlecht ist, also... Was für Materia gab es da nochmal? Heilen, Blut, Rost, Gewitter. Wir haben halt von allen immer nur eins. Das ist sehr schade, weil die eigentlich ziemlich gut sind und wir die auch auf jeden Fall leveln sollten. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz wegen der Materia. Ja, die haben und er hat nichts mehr und sie hat auch nichts mehr. Ja, das heißt, wir leveln die auf jeden Fall alle schon, abgesehen von diesem Dingsbums. Ja, dann setzen wir ihm hier mal die ein, damit wir die mitleveln. Ja, ja, dann ist das so. Das ist ganz gut so. Ich gucke nochmal in den anderen Automaten, dann machen wir kurze Rast und dann reden wir mit dem. Was ist das? Ach so, das ist Codex. Ah, guck mal, wir können schon wieder. Wir haben 5 WP, ne? TP-Boost, das war das andere. Eisige Verkettung führt eine Eisfertigkeit.
Lerne diese Fertigkeit, um die magische Wirkung als elementarer Materie zu verstärken. Das würde voraussetzen, dass er Eis hat, ne? Wir machen erstmal das hier, glaube ich, bei ihm. So, was kannst du? Das ist Wind, das heißt, er müsste Wind haben. Wir geben ihm auch nochmal TP-Boost. Ich glaube, das ist erstmal ganz nützlich. Dann sterben wir vielleicht ein bisschen weniger oft. So, Combo. Erhöht den erteilten Combo-Schaden. Das ist tiefer jetzt. Normale Angriffe am Boden. Das ist, glaube ich, ganz gut. Führt einen feuerelementaren Feuerimpuls. Sie lernt erstmal das da. Ich glaube, das ist ganz gut. 3% mehr Damage für ihre normalen Bodenattacken ist, glaube ich, nicht schlecht. Und er kriegt, glaube ich, auch Maximum-Tipp. Obwohl, er hat das da drüben gelernt, ne? Da gibt es einmal Blitz und einmal Feuerstoßschaden. Weißt du was? Er kriegt mal das. Wir werden das wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht sehen, es sei denn, wir spielen jetzt oder müssen jetzt mit ihm spielen. Das ist Wind. Kriegt das dann noch. Ich meine, wir können auch diese anderen davon lernen, ne? Das ist bei manchen ja vielleicht gar nicht schlecht. Das hätte ich bei Tifa vielleicht machen können. Aber ist schon okay. Ich glaube, wir kriegen da noch eine ganze Menge Punkte und können das sicherlich alles noch nutzen irgendwann. Nur mal eben speichern. Okay. Dann bist du der Freund. Ihr gehört zu Avalanche, oder? Was? Broden hat mir von euch erzählt. Ich bin auf eurer Seite. Shinra scheint auf der Suche nach euch, jeden Stein umzudrehen. Hier seid ihr nicht lange sicher. In den Sümpfen gibt es eine alte Anlegestelle, die Shinra bestimmt längst vergessen hat. Versteckt euch doch dort. Okay. Fertig. Rodens Bekannter. Nebenstory abgeschlossen. Wieso Nebenstory? Ich dachte, das ist Hauptstory hier. Oh, Wautis. Hi, Wautis. Okay, was ist das hier? Olivers Farm. Und das ist die... Oi. Ich sah mein... Ah ja, ich habe hier rumgesaugt. Keine Tücher da. Musste leider so gehen. Erstmal ablecken und dann mit meiner Jacke anwischen. Hat keiner gesehen. Warte kurz. Keiner gesehen. Hauptsache nicht in den Controller. Das wäre nämlich fatal. Das ist bestimmt aus dem Deckel getropft. Wenn man nämlich diese Sachen schüttelt und dann den Deckel aufmacht, dann läuft es entweder gleich aus dem Deckel raus, wenn man den dreht. Oder man macht es so wie ich und legt es auf den Kopf, damit es das nicht tut und nimmt es dann hoch und vergisst es, dass es da noch passiert ist. So, also wir müssen jetzt nach da unten, ne? Ist schon eine Ecke. Ich will jetzt aber nicht alles erkunden. Also wir versuchen uns schon so ein bisschen in die richtige Richtung zu halten. Nicht, dass das hier Futter sein soll. Die Tiere schlafen. Aber wenn wir was finden, dann muss ich es natürlich mit einsammeln, ist ja klar. So wie Handgranaten, die wir gut verkaufen können. Das mit der Synthese können wir auf jeden Fall auch irgendwann mal versuchen. Gab es hier nicht auch irgendwo eine Brücke? Oder ist das nur die da vorne und das war schon die zweite? Hier waren doch zwei, oder? Ach, das ja, dann ist das schon die. Haha, okay. Da sind blaue Viecher. Können wir gegen die kämpfen? Ich glaube, kämpfen lohnt sich. Es sind ja gar nicht viele Kämpfe hier tatsächlich. Oh, was? Viele Gegner können mit Angriffen, die ihre elementaren Schwächen ausnutzen, schockanfällig gemacht werden. Mit der Fertigkeit Analyse lassen sich Schwächen der Gegner sowie Strategien aufdecken, mit denen sie schockanfällig gemacht werden, gemacht und in weiterer Folge in den Schockzustand versetzt werden können. Nutze Analyse, um mehr über den Gegner herauszufinden und greife mit Fertigkeiten oder Magie seine Schwachstellen. Können wir ja noch gar nicht. Yeah!
ich mal das. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich versuche mal möglichst wenig MP zu verwenden. Denn davon haben wir noch nicht so viel. Wenn du mit Beschwörermaterie ausgerüstet bist, erscheint bei Kämpfen eine Beschwörungsleiste. Sobald diese Leiste voll aufgeladen ist, kannst du über das Kommandomenü eine Esper beschwören. Ja, okay. Aber wir haben leider noch nicht genug Leiste aufgeladen. Na, der andere ist gleich tot, aber jetzt haben wir trotzdem den da nicht angegriffen. Das ist ein bisschen schade. Wo ist denn aber jetzt hier diese Beschwörer? Ach da, ich sehe die jetzt. Das heißt, beschwören können wir immer dann, wenn ein Kampf länger dauert. Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Ich glaube, das kostet auch MP, oder? Wir gucken uns das auf jeden Fall an. Ich würde mir gerne Leviathan und Ramu auch anschauen. Die sind so süß. Die sind so süß. Imposante Unterstützung. Esper, kämpfen an deiner Seite, bis die Beschwörungsleiste aufgebraucht ist. Sie kämpfen selbstständig, allerdings hast du die Möglichkeit, ihnen im Austausch gegen ATB-Einheiten deiner Gruppenmitglieder den Einsatz von Fertigkeiten zu befehlen. Wenn eine Esper den Kampf verlassen muss, setzt sie zum Abschluss eine verheerende Spezialfertigkeit ein. Boah, wie lange die mitkämpfen, ne? Elferdung. So cool mit diesen S-Bahn. Aber wir wollten hier über der Brücke. Wo ist denn der Brücke? Vorne ist der Brücke. Ja, ich will noch mal ganz kurz schauen. Hier so ein klein bisschen. Da vorne den Kummi angucken. Nur ganz ein kleines bisschen. Also wie gesagt, wir decken jetzt nicht die ganze Karte auf, aber so ein klein wenig will ich hier noch mal schauen. Da sieht es aus wie so eine Tankstelle, hier nicht Tankstelle, sondern Bushaltestelle, wollte ich sagen. Ach, ist das eine, wo wir ein Kissen benutzen müssen? Bänke an alten Chocobo-Haltestellen. An den in Republikzeiten errichteten Chocobo-Haltestellen für Chocobo-Kutschen befinden sich auch etwas in die Jahre gekommene Sitzgelegenheiten. Benutze ein Kissen und setze dich für eine Weile auf eine solche Bank, um deine TP und NP vollständig zu heilen. Nein, wollen wir jetzt nicht. Aber wir wollen gegen diese da kämpfen. Das ist so cool. So cool, so cool. Ich weiß echt nicht, was das mit diesem blauen Punkt auf sich hat. Aber Mutangriff ist super stark. Finde ich. Waschmaschine regelt. Ja, das war jetzt der Controller. Also für die Jacke regelt es auf jeden Fall die Waschmaschine dann mit meinem Mitschlecker. Das stimmt. Keine große Sache. Ich will gleich nochmal ganz kurz schauen in dieses Synthese-Dings. Immobilisierung. Einige Gegner verfügen über Angriffe, die nicht geblockt werden können und ihre Ziele bewegungsunfähig machen. Wenn du immobilisiert wurdest, solltest du zu einem anderen Mitglied der Gruppe wechseln, um weiterhin angreifen zu können. Oh, Red 13 nutzt seine scharfen Krallen und Zähne für den Kampf. Drücke Viereck, um nach Gegnern zu schlagen. Halte die Taste für einen Angriff mit Flächenschaden gedrückt. Erfolgreiches Blocken lädt die Recherleiste auf. Drücke Dreieck, um in die Recherhaltung zu wechseln, wodurch sich die Recherleiste entlädt. In der Recherhaltung sind die Angriffe kraftvoller und das Ausweichen behender. Das war das, wo wir auch geheilt werden. Das haben wir bei ihm beigebracht, ne? Die Recherhaltung kann jederzeit aktiviert werden und hält umso länger an, je mehr die Recherleiste zuvor aufgeladen wurde. Ich
mag ihn sehr, sehr gerne. Blocken war das R1? Synchroaktion. Während des Blockens mit R1, genau. Kannst du Synchroaktionen im Team mit deinen Gefährten ausführen? Wenn du während des Blockens hier Touchpad drückst, werden Informationen zu den Synchroaktionen angezeigt. Die Aktionen unterscheiden sich je nach Tasteneingabe und reichen von schnellen Kombos bis hin zu mächtigen Angriffen nach längerem Drücken der Tasten. Synchroaktionen verbrauchen keine ATB-Einheiten. Bei einem erfolgreichen Einsatz füllen sich die ATB-Leisten der beteiligten Charaktere auf. Bei erstmaligem Einsatz einer Synchroaktion oder Synchrofertigkeit steigt die Verbundenheit zwischen Cloud und dem jeweiligen Charakter. Voll cool. Das ist ja richtig stark. Wie wir das alle zusammen machen. Und da fett draufkloppen und die dann gleich in Schock kommen und so. Warte kurz, das da holen und dann klettern wir da einmal hoch. Und dann gehen wir wieder in die richtige Richtung. Aber da oben gibt es bestimmt was zu sehen oder zu finden. Vögelchen. Das ist ausgeschaltet. Die Leiter ist wohl nicht mehr nutzbar. Aber diese. Du kleines Tier, du bist niedlich. Das ist ein Affe. Das war's. Bisschen schade. Bisschen zu wenig für mich. Okido, richtige Richtung ist hier so lang, hier so lang. Ne? Ist das die richtige Richtung? Ja, wir können ja mal hier so wieder einen Marker setzen. Wir gehen mal ein bisschen Querfeld ein und ein bisschen auf den Wegen in der Hoffnung, dass es mal hier und mal da auch Sachen zu looten gibt. Also sowohl mal auf den Wegen als auch mal neben den Wegen. Ich glaube, das ist tatsächlich mal so. Wir hätten über die Brücke gehen können, aber wir hätten es auch nicht. Auf jeden Fall echt viel Welt hier. Ob die uns angreifen? Was meint ihr? Werden sie nicht. Woher weißt du das so genau? Aus meiner Grundausbildung. Jeder Soldat muss sowas wissen. Wildtiere greifen nur zur Jagd an oder um sich zu verteidigen. Ungeheuer hingegen attackieren ihr Gegenüber vollkommen grundlos. Wenn sie angreifen, ist der Grund egal. Wie dem auch sei, meine Nase verrät mir ihre Absichten schon von Weitem. Die hier greifen nicht an. No, ich mag ihn so gerne. Wir werden so viel übersehen. Wie hier alles überwuchert ist und so. Da sind noch Gegner. Ich habe die gesehen. Die müssen wir gleich noch kurz mitnehmen. So blaue waren das da. Und das nehmen wir natürlich auch mit. Vielleicht nicht verschrecken. Tut mir leid. Ja, das sind die Ungeheuer hier, von denen wir gesprochen haben.